Vierter Tag im Dschungelcamp, wer derzeit euer Favorit? Wer hat die Nase vorn? Schon 3 Tage haben die Kandidaten im Dschungelcamp hinter sich gebracht. Mittlerweile haben sich Lager gebildet und Charakterzüge der einzelnen Kandidaten wurden deutlicher, so zeichnete sich Claudia Effenberg, 57, schon als strenge Camp-Mutti ab. Während sich Cosimo Ciciolo, 41, von allen missverstanden fühlte. Bei den Fans lag Lukas Cordalis, 55, vorne, aber ist das noch immer so? Wer ist euer derzeitiger Dschungelfavorit? In der 3. Folge der Reality Show begann es an einigen Stellen ziemlich zu krachen, vor allem Verena Kert, 41, und Jana Palaske, 43, gerieten aneinander. Als es um das Essen der Veganer und Vegetarier ging und plötzlich der Teamgeist angezweifelt wurde. Tessa Bergmeier, 33, war nach ihrer miserablen Dschungelprüfung total aufgebracht und stürmte ins Camp, doch Papi Slovedaj, 46, war zur Stelle und sorgte für Ruhe bei den Promis. Er kümmerte sich auch total liebevoll um die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Auch emotional ging es im Camp zu. So erzählte Papis, dass er früher seinen Vater vermisst hat und sich mehr Zuneigung gewünscht hätte. Tessa hingegen berichtete total eich von ihrer bipolaren Störung. Und Verena packte über ihren Ex Oliver Kahn, 53, aus. Cosimo fragte nämlich total unverblümt, wie der im Bett gewesen sei. Das ist der Titan. Was ist das für eine dumme Frage? Überleg doch einfach mal selber. Bevor du sprichst, entgegnete sie daraufhin grinsend, wer ist derzeit euer Favorit im Dschungelcamp? Stimmt in der Umfrage ab. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.